Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmer und ich begrüße euch wieder bei einer neuen Folge von The Witcher 3 The Wild Hunt. Und da vorne ist die Driss, der folgen wir natürlich, weil sie hat wieder einen Auftrag und wir gehen ihr einfach nach und sie will ein bisschen was zeigen in Novigrad. Da sind wir natürlich gespannt und gehen dem Ganzen auch nach. Weil wir wollen ja auch Antworten haben. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Sie zeigt uns bestimmt jetzt auch ihr neues Versteck, weil in dem alten ist sie ja nicht mehr. Okay. Hallo Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich drei Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte. Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Ich hole sie. Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. Zweite Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dicht gehalten, bis ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich habe mal einen Magier verhört, dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Okay, Falltür ist im Boden. Die meint er wahrscheinlich hier. So, zack. Schauen wir mal, können wir hier durch? Nee. Aber wir müssen hier weiter, alles klar. Du bist tot und verloren. Was? Oh, ein Ertrunkener. Na komm schon. Jawohl. Es zieht. Hier muss ein Ausgang sein. Sonst hätte Sprit uns auch nicht hergeschickt. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Ein Hebel an der Wand? Schau mal doch mal. Ah, guck mal da. Hier scheint doch was zu sein. Ah. Freie Stadt noch. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lokmuin so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Scherben. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld, Geld und Geld. Darum rotten sie die Magier aus und konfiszieren ihren Besitz. Und als nächstes sind die Anderlinge dran. Die Elfen hausen in Elendsvierteln. Aber die Zwerge Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tarn. Okay. So, dann schauen wir mal, ob wir fündig werden. Ich schwimme ein
ein bisschen schneller. Was haben wir denn da vorne? Bestimmt nichts Interessantes. Schon wäre es ja rot eingefärbt. Aber egal. Wir sammeln schon mal ein. Ah, da scheint doch was zu sein. Luft reicht auch noch aus. Okay. Da haben wir es doch. Ich will noch das hier aufsammeln. So, okay. Jetzt können wir wieder auftauchen. Ja. So. Sehr schön. Da wird sich Triss freuen. Wir haben ihren Sack gefunden. So. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Ja, ich weiß. So. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Sehr viel. Aber dann wurde sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das regnet offensichtlich. Hab ich noch gespürt. Wo führt uns denn die liebe Triss hin? Was hat sie denn vor? Aha. Ein Kaufmann, okay. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Gibt's ein Problem? Er weiß, dass du eine Zauberin bist. Ja, er weiß, dass du eine Zauberin bist. Genau. Triss, du hast ihm gesagt, dass du eine Zauberin bist? Natürlich. Sie suchte Arbeit. Zaubern kann sie am besten. Heißt du Triss? Ich weiß, dass es leichtsinnig war. Aber die Konkurrenz hier ist enorm. Als einfache Rattenfängerin fände ich jedenfalls keine Arbeit. Außerdem würde niemand glauben, dass eine so schöne Frau Kammerjägerin ist. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier, habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon und Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. An die Arbeit. Du zahlst im Voraus. Die Hälfte im Voraus? Du zahlst im Voraus, genau. Mir gefallen Kaufleute nicht, die mit billigem Lob kommen, ehe die Arbeit getan ist. Das war kein billiges Lob. Es waren Tatsachen. Ich rede auch von Tatsachen. Bezahl sie vollständig im Voraus. Ich fürchte, das geht nicht. Dann fang deine Ratten selber. Ach, darum hat sie dich dabei. Schön. Eine Börse voller Novigrader Kronen. Als Zeichen meines guten Willens. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Okay. Dann gehen wir mal an die Arbeit. Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten... Geralt, wir wären beide lieber woanders. Ich säße jetzt gern in einer königlichen Beratung. Aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten und nach Kot. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern.
Ein Meistermonster schlechter in der größten Stadt der Welt und sucht nach Rattenscheiße. Tja, das soll's geben, Geralt. Wo könnte jetzt der dritte Code sein? Da waren wir doch schon. Ja, da sind wir auch schon durchgegangen. Hier oben vielleicht? Nee, hier oben waren wir, ja. Eine sehr gute Frage. Wo ist der dritte Kothaufen? Da sind wir reingekommen. Da ist der Kornspeicher, okay. Ah, da ist sowas. Oder haben wir das? Nee. Ja, genau. Sehr schön. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Sehr schön. Jetzt sprechen wir mit Triss. Nun? Mit Triss sprechen wir jetzt. Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen, wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Bist du das oder tust du nur so? Gut, dass es zwischen uns keine Spannungen gibt, ja. Ich hatte Zweifel, was unser Wiedersehen betrifft. Dachte nicht, dass es angenehm werden könnte. Wir haben vor 6 Monaten alles gesagt, was es zu sagen gab. Ich will nicht wieder anfangen. Ich auch nicht. Aber es ist eins, etwas zu sagen, und etwas ganz anderes, es wirklich zu tun. Wir wollten Freunde bleiben. Hoffentlich ändert sich daran nichts. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Es geht dir gut, nicht schlecht. Ich weiß nicht. Ja, es geht dir gut. Es geht dir gut. Das ist gut. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Oha. Jetzt hauen sie alle ab. Sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Wenn die Typen hier sind, um uns beim Rattenfangen zu helfen, sind sie zu spät. Du hast bezahlt und gekriegt, was du verlangt hast. In diesem Kornspeicher gibt es keinen Rattenschwanz mehr. Ich habe bezahlt, weil ich wusste, dass ich mein Geld zurückkriege. So ist das Leben für Zauberinnen in Novigrad heutzutage. Das sehe ich. Mein Vorschlag. Wenn die Jäger gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Das tun sie aber nicht. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen.
Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorg dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Willst du was aufs Maul? Oh je. Auf ihn! Von beiden Seiten! Tja. Das war ein Fehler. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Reingelegt wie ein Kind. Er ist ihm nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. So, ich sammle noch kurz das schnell hier ein. Und dann schnappen wir uns Brandon. Ich glaube, da steht er auch sogar direkt. Töte mich nicht! Guter Herr, bitte! Sie haben mich gezwungen! Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es Ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann! Sei nicht wie diese Mörder! Halt den Mund! Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Du solltest besser auf dich aufpassen. Schon gut. Schon gut. Ich helfe immer gerne. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens De Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Schön, dich wiederzusehen. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Okay. Corinne Tilly. Finde die Träumerin, ja. Dann gehen wir doch direkt mal der Sache nach. Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Vor allem uns ein bisschen. Da muss ihr Haus sein. Da müssen wir rein. Aber wo können wir rein? Wo können wir rein? Ah ja, da wird es uns angezeigt. Sieh dich wohl. Schauen wir mal. Guck mal, da geht's doch. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkher. Von den de Jonkhers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Darf ich rein? Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Weshalb stehst du hier? Ja. Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Weshalb stehst du hier? Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden.
Darf ich rein? Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Okay, wir können jetzt in das Haus und können es untersuchen. Wird es in dem Haus wirklich spuken? Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden, aber erst in der nächsten Episode, wenn es dann wieder heißt The Witcher 3, The Wild Hunt. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst doch mal ein Like da oder schreibt was in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr freuen. Jo, dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye.